Herzlich willkommen zum Konjunkturmarktausblick für den Monat April. Das erste Quartal ist in trockenen Tüchern. Es war ein sehr gutes für die Aktienmärkte. Also die hatten einen Anstieg, wie es eigentlich relativ selten der Fall ist. Es war nicht übertrieben stark, aber es war ein sehr guter, positiver Anstieg. Jetzt, wie ist das zurückzuführen? Offensichtlich nicht mit den Konjunkturnachrichten, weil die Konjunkturnachrichten sind im Grossen und Ganzen eher unterdurchschnittlich und zeigen auf eine Abschwächung vom Momentum. Aber vielleicht ist genau das der Grund gewesen, denn, dass die einzelnen Zentralbanken dazu übergegangen sind, wieder vermehrt Liquidität an die Märkte zu bringen. Das heisst, je mehr Liquidität an den Finanzmärkten sind, desto stärker wird irgendetwas wachsen, sei das in der Realwirtschaft die Inflation oder eben auch an den Finanzmärkten Preise für Finanzmarktvariablen. Und dort stellen wir jetzt eben fest, dass wahrscheinlich letzteres der Fall war, in dem Sinn, dass eben all die Zentralbanken, die verschiedenen Zentralbanken signalisieren, dass sie bis auf Weiteres eigentlich nicht weniger Geld zur Verfügung stellen, hat das dazu geführt, dass sämtliche Anlageklassen an Wert gewonnen haben. Seien das die Obligationen, seien das die Edelmetall und seien das nicht zuletzt auch die Aktien. Und dass das effektiv der Fall ist, kann man sehr schön darstellen am Chart, wo die Gesamtsumme von der Bilanzen von diesen Zentralbanken darstellen tut, wo wir feststellen können, dass die EZB in der jüngsten Vergangenheit immer steigende Raten gehabt oder höhere Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Gleiches für Japan. Und zuletzt hat sogar die USA, die amerikanische Fed, wo eigentlich die einzige Zentralbank war, die Liquidität abgeschöpft hat, signalisiert, dass sie von dem Kurs ab Distanz nehmen würden und dass sie zusätzlich ebenfalls mehr Geld zur Verfügung stellen würden. Vor dem Hintergrund rechnen wir jetzt eben, dass das der zentrale Grund war für die positive Entwicklung an den Finanzmärkten. Wenn es jetzt zusätzlich noch positives Wirtschaftswachstum daherkommt, dann wäre das nochmal ein positives Faktum für die Aktienmärkte. Und dass das nicht völlig weit hergeholt ist, lässt sich auch darstellen an den letzten Zahlen zu den Auftragseingängen von der Autoindustrie, zum Beispiel in Deutschland. Wir erinnern uns. Die deutsche Automobilindustrie war eine von den Industrien, die besonders schlecht gelaufen ist in der jüngsten Vergangenheit. Und das hat dann dazu geführt, dass die Aktien von den Automobilherstellern, aber auch von den Zulieferern, stark unter Druck gekommen sind. Jetzt gibt es Anzeichen, dass es sich dort deutlich besser entwickeln könnte. Und das beispielsweise an den Zahlen, die das deutsche Forschungsinstitut, das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO, publiziert hat, nämlich die Auftragsbestände im Automobilsektor. Die Zahlen sind auf dem höchsten Niveau in den letzten Jahren und klar höher als das während dem ganzen Jahr 2018 der Fall war. Das zeigt in unseren Augen eigentlich, dass das Schwächste oder das Schwierigste dort ausgestanden sein sollte. Jetzt zu guter Letzt noch ein Hinweis zu der Performance von den einzelnen Aktienmärkten. Am Beispiel von der Schweiz. Dort vergleichen wir auf der einen Seite die grosskapitalisierten Unternehmungen mit den klein- und mittelkapitalisierten Unternehmungen. Wenn wir die Gesamtrendite von den grosskapitalisierten Unternehmungen in Bezug setzen zu den klein- und mittelkapitalisierten Unternehmungen, dann stellen wir fest, dass die grosskapitalisierten in der jüngsten Vergangenheit so viel besser performt haben als die klein- und mittelkapitalisierten, wie sie es eigentlich in den letzten Jahren nie gemacht haben. Also die Outperformance ist außerordentlich gesehen, fast 20 Prozentpunkte. Das ist ein Rekordniveau und man kann davon ausgehen, dass eben auf diesen Niveaus irgendwann dann einmal die Bewertung der hochgrossen Unternehmungen relativ zu den kleinen Unternehmungen wechseln würde. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, den ich vorher darauf hingewiesen habe, dass nämlich die Konjunktur eigentlich eine ganz ordentliche sein sollte und dass das Wachstumsmomentum nicht zum vollständigen Erliegen kommen würde. Wir wissen nämlich, dass die klein- und mittelkapitalisierten Unternehmungen im grossen Ganzen stark zyklischer abhängig sind als die grosskapitalisierten Unternehmungen. Also auch von dort her eine Situation, wo man damit rechnet, dass eben die kleineren Unternehmungen sich eher positiv entwickeln könnten in der nächsten Zukunft. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen ganz eine gute Zeit. Geniessen Sie die anstehenden Frühling und bis zum nächsten Mal. Adi miteinander.